So, weiter geht's heute mit der Performance Challenge Asia und damit herzlich willkommen zurück zu Grid und ja, damit gehen wir dann rein. Was haben wir denn hier für schönes für Autos? Wir haben einen Forcera und wir haben einen Nissan Skyline. Wir kaufen sie einfach mal beide. Wir haben genau Kohle ohne Ende, das heißt, oder Credit ohne Ende. Der hat ein bisschen mehr Leistung. Ich nehme den Ford. So, fangen wir an auf Zhejiang. 1,61 Kilometer lang die Strecke. Und mal gucken, wo wir da irgendwo starten. Der Lärm von Rennmotoren hallt durch die Stadt Zhejiang. Denn die Grid World Series ist hier mit einem ausgezeichneten Event. Kristen, was kannst du uns dazu verraten? Man darf bei der Grid World Series niemanden unterschätzen, Alex. Es kann schnell passieren, dass ein Rennen die Rangliste komplett auf den Kopf stellt. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Das hoffentlich ein erfolgreiches. Ist das ein Time Attack? Kann das sein? Oder müssen wir... Ah, ist gut. Ja, das wird wieder eine Time Attack Runde sein. Okay. Ja, komm schon, ich habe ganz gemacht. So, die erste Runde und so schon mal versaut. Die Zeit zählt nicht, daher ist es egal. Oh, der hat aber kurze Schaltwege. Die Zeit wäre. Hier sind wir im Satz schön. Hau doch mal. Das ist der Hauptsache, der drückt sich dann doch wieder vorbei. Da hat sie ihn dann doch weggedreht, aber das kann ich nicht. Da kann ich jetzt nichts für. Ja, momentan haben wir noch 16 da und das liegt daran, dass wir keine Zeit mit angelistet haben. Da wir in der ersten Runde ein bisschen früh rausgekommen, weit rausgekommen sind. Aber das sollte jetzt doch gut werden. Ich hoffe, dass wir jetzt ganz schön mal nach oben. Momentan vorne der Teamkollege. Das sollte aber jetzt. Okay, jetzt zum Thema dazu. Das sollte jetzt funktionieren, aber wir sind. Auch nur Dritter. Wir dürfen die Runde nicht wegwerfen. Ja, Führung momentan nicht so kalt von unseren Leuten. Sondern der Kollege, der vor uns liegt. Jetzt geh mal ran. Ja, langsam nervst du mich. Die Strecke da ist, soll ich dazu da, um wirklich da ist zu gehen, wirklich zu beholen, die ganze Zeit. Der wird sich jetzt wieder vorbeidrücken, klar. Na, ich weiß nicht, ob das nochmal noch neu bestet war, aber es ist auch egal, wir sind Erster. Das ist zumindest das Wichtigste.
So. Shanghai. Rennen Nummer 2, 3 Runden. Ja, ist der Time Attack übrigens. Das war nur so. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Auf 4 starten wir. Das ist gut. Das ist okay. Aber das ist ja irrelevant. Weil wir müssen einfach nur die letzte Runde fahren. Und das versuche ich natürlich. Die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter 4 Augen. Nicht mehr lange und wir werden. Na dann, schauen wir mal. Ich glaube, das Rennen geht gleich los. So, 3 Autos haben wir noch vor uns, aber das ist, wie gesagt, herzlich egal. Wir fahren einfach die letzte Runde. 2,1 Kilometer lang ist dieser Kurs. Und das wollen wir dann natürlich. Boah, der geht aber ganz schön in die Wand. Hoffentlich reicht das trotzdem, die Runde nach Hause zu fahren. Der hat auf jeden Fall ziemlich böse in die Wand gehauen. Ja, dass man sich noch vorbeidrücken muss da. Die erste Runde ist jetzt durch, 3 sind es insgesamt. Wir fahren die schnellste. Okay. So, zur Wand. So, dann muss ich jetzt ein bisschen was früher auf die Bremse gehen, damit ich nicht da reinsäge. Aber ich glaube, hab ich es jetzt alle überholt, kann das sein? Feuer fahren, ich muss ein bisschen aufpassen. Die Bremse nicht so, gefällt mir nicht gerade. Weil wir sogar eine Doppelführung haben. Und das ist aber eine neue Bestzeit. Beide sind in der letzten Runde. Hey, da vorne ist noch einer. Boah, der hat aber ganz schön weggezogen. Mann. Wobei ich ihn aber nicht mehr kriegen werde. Ja, da vorne ist er noch. Aber wir haben... Das ist schon wieder das Ende des Feldes. Kann auch sein, das ist doch egal. Nochmal eine Bestzeit. 52,8 war das am Ende. Die haben wir nochmal gedrückt, die Zeit. So, und damit haben wir es. Doppelsieg für uns. So. Ja, 1 und 3 und 1 und 2, das waren die Ergebnisse in den beiden Rennen. Das heißt, unsere Gruppe gewinnt das Ding klar und souverän. Und dann sind wir schon wieder durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Classic Touring Car City Crown. Shanghai, Barcelona, San Francisco.